So, schönen guten Abend nochmal. Wir hatten ein kleines technisches Problem. Können Sie uns jetzt alle hören? So, ich Können hoffe, Sie wir mich hören? hören, ihr hört mich wieder. Wir haben hier ein kleines technisches Problem gehabt. Irgendwie haben sich hier die Rechner aufgehangen. Ich hoffe, es sind noch alle da. Können Sie mir mal über die Chat-Funktion kurz mitteilen, ob man mich jetzt wieder hören kann? Ja, passt. Super, alles da. Super. So, dann können wir auch wieder fortsetzen. Ja, das ist immer, wenn sowas live gemacht wird, das gehört mit dazu. Da sieht man aber auch, wir haben hier nichts im Chat irgendwo rausgesucht, was toll aussieht, sondern das ist wirklich so live. Da kann das mal passieren. So, wir waren bei der Konstruktion der Charts. Wie gesagt, diese positiven Kerzen und negativen Kerzen, die entsprechend der Größe des Körpers uns natürlich hier auch noch eine Auskunft geben, wie stark eine Bewegung in die entsprechende Richtung sein kann. Und jetzt wollen wir uns mal so die erste und eigentlich eine der bekanntesten und wichtigsten Kerzen in der japanischen Candlestick-Analyse mit anschauen. Und das ist der sogenannte Hammer. Wie gesagt, wir haben mehrere Formationen. Es gab da ganze Bücher mit vielen, vielen Formationen. Aber so die bekannteste und die wichtigste, die man eigentlich immer schon mal gehört hat, ist der sogenannte Hammer. Und dieser Hammer ist immer so ein Indiz, dass ein vorangegangener Abwärtstrend eigentlich ein Ende findet und wir eine gute Chance haben, dass wir einen Boden gefunden haben und dementsprechend hier eine neue positive Bewegung dementsprechend stattfindet. Ja, wie sieht so ein Hammer aus? Eigentlich so, wie man sich einen Hammer auch aus dem Baumarkt vorstellt. Wir haben hier einen Kerzenkörper am oberen Ende und wir haben hier unten einen sehr, sehr langen unteren Schatten. Der sollte auch mindestens doppelt so groß sein, besser sogar dreimal so groß. Desto länger dieser Schatten ist, desto stärker ist eigentlich auch diese Aussagekraft dieser Kerze, dass man da einen Boden sucht. Und man sagt, der Markt hat hier irgendwann mal eröffnet. Nach einem Abwärtstrend, diese Kerzen hier sollen einen Abwärtstrend signalisieren. Wir haben hier diese schöne Abwärtsbewegung gehabt und man sieht dann dementsprechend, diese Bewegung hat sich nach unten fortgesetzt und irgendwann aber hat im Laufe dieser Zeitperiode der Markt gedreht, hat diese ganzen Tiefstände wettgemacht und konnte im optimalen Fall, das wäre so das optimale Szenario, sogar noch positiv schließen. Das heißt, der Schlusskurs wäre im optimalen Fall sogar noch oberhalb unseres Eröffnungskurses. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Indiz am Markt, dass ein Trend, ein Abwärtstrend ein Ende hier findet. Ja, und das wollen wir uns gleich mal im Markt live anschauen, ob wir nicht mal hier am Markt irgendwo so einen klassischen Hammer hier irgendwo finden, der uns praktisch das Ende einer Bewegung am Markt hier anzeigt. Das heißt, ich bin jetzt hier mal in einem Chart unterwegs. Ja, und dann suchen wir uns mal einen Hammer. Und wenn die Folge stimmt, haben wir ja mehrere Prüfbedingungen. Wir brauchen erstmal einen Abwärtstrend am Markt. Da sehen wir, jawohl, wir hatten hier eine Abwärtsbewegung. Und wir sehen hier unten diese kleine Kerze. Ich vergrößere uns die mal ein bisschen. Da sehen wir so ein sehr kleiner Kerzenkörper mit dem mit dem Kopf hier oben und dieser untere Schatten. Und da sehen wir, der Markt hat wirklich hier einen Abwärtstrend gehabt. Dann taucht diese Kerze hier auf und es geht in Folge wirklich schön nach oben. Grundsätzlich sagt man, so ein Hammer, der muss positiv bestätigt werden am Markt. Was heißt positiv bestätigt werden? Das heißt, der Höchststand dieser Kerze, der soll durch die Folgekerzen dann überschritten werden und da sehen wir, die nächste Kerze ist positiv, die bricht auch nach oben durch. Das heißt, die deutet mir hier sehr schön an, dass ein Aufwärtstrend beginnt. Und das Tolle bei diesem Szenario, man muss ja immer ein Chance-Risiko-Verhältnis beachten, ist unser Stop-Niveau. Das heißt, unser Stop-Kurs wird immer leicht unterhalb des Tiefstandes, den dieser untere Schatten von diesem Hammer markiert hat, platziert. Und damit haben wir ein sehr cooles Chance-Risiko-Verhältnis. Wir sehen hier im Dow 23.300, das war der Höchststand, der ist überschritten. Das ist mein Einstieg in den Markt. Und bei 23.280, 20 Punkte tiefer, kann ich schon mein Stop-Niveau dementsprechend platzieren. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, den ich hier habe. 20 Punkte Risiko und wir sehen, der Markt ging in der Folge mal über 200 Punkte nach oben. Also mit sehr kleinem Risiko eine unheimlich gute Marktchance, hier eine schöne Kursbewegung am Markt mit wegzunehmen. Oh, schauen wir mal, ob wir noch irgendwo einen finden. Jawohl, hier haben wir auch so einen Klassiker. Ich bin gerade mal im 15-Minuten-Chart im DAX unterwegs.
Und da sehen wir, aha, der muss ja immer am Ende eines Abwärtstrends auftauchen. Wir sehen, wir haben ja eine sehr, sehr schöne Bewegung nach unten gehabt. Und da unten, da versteckt sich doch eine Kerze, die genauso aussieht wie bei uns in der Präsentation. Wir sehen hier oben ganz klassisch dieser Kerzenkopf, dieser Körper und dieser untere Schatten, wo ich sage, okay, hier scheint sich der Markt einen Boden gesucht zu haben. Ja, und für mich das Indiz ist immer, die muss natürlich positiv bestätigt werden. Wir brauchen einen Ausbruch nach oben, um diese Kerze zu bestätigen. Das heißt, man kauft nicht blind so einen Hammer, sondern man nutzt immer dann den Ausbruch nach oben. Und hier sehen wir auch hier aktuell im Szenario, das war 13.045. Wir sind jetzt hier im DAX im 15-Minuten-Chart unterwegs. Jetzt sind wir bei 13.060, also schon 15 Punkte höher. Auch hier hat dieses Hammer-Szenario sehr, sehr schön funktioniert. Wir sehen das auch ähnlich hier hinten, obwohl ich diese Signale eigentlich sehr gerne mag, wenn ich wirklich einen ausgeprägten Abwärtstrend, also eine lange Bewegung habe. Aber wir sehen hier sogar zwei Formationen am Markt, zweimal ein Hammer. Wir sehen ein, zwei, drei, vier starke Korrekturkerzen nach unten. Aber wir sehen die erste Kerze, die ein Hammer ausbildet, die zweite Kerze auch nochmal dieser Hammer. Ja, und das ist eigentlich ein Indiz für mich. Zweimal diese Kerzenformation eines Hammers hintereinander ist für mich ein ganz klares Signal. Hier geht es nach oben, wenn die nächste Kerze diesen Höchststand, das war hier diese 13.148, überwindet, dann geht es ja auch nach oben. Und wir sehen, hier ging es auch schön nach oben, bis auf 13.200 Punkte, also über 50 Punkte konnte man hier mal in einer Stunde mitnehmen. Also ein sehr, sehr schönes Signal, um hier wirklich mit dieser Kerze zu agieren. Ja, wir können auch nochmal schauen, bin jetzt mal im Euro-US-Dollar. Das heißt, man kann diese Formation wirklich in jedem Zeitfenster und in jedem Markt nutzen. Und auch hier sehen wir, ich bin jetzt im Euro-US-Dollar auf Stundenbasis unterwegs. Auch hier funktioniert dieses Szenario sehr, sehr schön. Wir sehen, wir haben hier diesen schönen Abwärtstrend gehabt. Am Ende dieses Abwärtstrends, dieser deutliche Hammer, ich mache uns das Bild sogar noch mal ein bisschen größer, da sehen wir hier oben dieser Kerzenkörper mit diesem sehr, sehr langen unteren Schatten. Da haben wir uns also hier einen Boden gesucht, die Fühler ausgestreckt. Ja, und mit dem Überwinden dieses Hammers, dann sollte das dementsprechend nach oben gehen. Und wir sehen die nächste Kerze noch so ein bisschen verhalten, schließt sogar noch leicht negativ, aber wir sehen, wir haben diesen Höchststand, das war die 1,1838 überwunden. Ja, und sind jetzt schon auf die 1,1860 hochgelaufen, also über 20 Pips der Markt hier auch schon wieder schön nach oben gelaufen. Und das einfach mal aus dieser einen Kerze hier heraus interpretiert. Und deshalb kommt dieser Kerze bei mir auch so eine große Bedeutung bei und bei vielen Anlegern natürlich auch so beliebt, dass man mit dieser einen Kerze doch wirklich schon sehr, sehr gute Handelsinformationen aus dem Markt ziehen kann. Also eine der Formationen, die man, eine der Kerzen, die man unbedingt dementsprechend hier mit beachten sollte. Das ist hier dementsprechend wirklich der Hammer. Den sollte man dementsprechend hier auch immer mal in seine Analysen mit reinziehen. Gerade wenn wir uns auf charttechnischer Basis Unterstützungsbereiche im Markt eingezeichnet haben, gefunden haben. Und wir sehen, dieser Unterstützungsbereich wird nochmal durch so einen Hammer dementsprechend getestet. Dann ist das natürlich ein sehr, sehr schönes Indiz, dass wir da eine Bodenbildung in diesem Bereich haben und da dann ein neuer Aufwärtstrend dementsprechend beginnt. So, die nächste Formation, die Kerze sieht genauso aus. Aber wir sehen, die heißt etwas anders vom Aufbau. Wir haben hier oben unseren Kerzenkörper, wir haben diesen langen unteren Schatten. Heißt auf einmal aber anders. Und wieso heißt der jetzt anders? Jetzt heißt der Hammer Hanging Man. Dieselbe Formation, einfach aufgrund der Tatsache, wir hatten ja eben gesagt, der Hammer taucht am Ende eines Abwärtstrends auf. Und wenn wir einen Aufwärtstrend auf der anderen Seite haben, und dieser Hanging Man am Ende dieses Aufwärtstrends auftaucht, dann ist das ein Indiz dafür, dass dieser Aufwärtstrend hier ein Ende findet. Und auch das wollen wir uns mal zusammen im Markt mit anschauen. Wir haben, wie gesagt, dieselbe Kerzenformation, aber die deutet uns jetzt, wie gesagt, nach einem Aufwärtstrend das Ende dieser Bewegung an. Und ich bin hier auch wieder im DAX unterwegs und da sehen wir hier zum Beispiel diese von mir markierte Kerze. Das wäre ein klassischer Hanging Man. Das heißt, dieselbe Formation. Wir haben hier eine Kerze, die auch wieder am oberen Ende diesen Kerzenkörper hat, einen langen unteren Schatten. Die Kerze daneben im Prinzip genau das gleiche nochmal.
Und hier gilt es, um hier Signale zu generieren, da nehmen wir natürlich nicht den Höchststand, sondern um hier einen Einstieg zu finden. Wir wollen ja jetzt, da der am Ende einer Aufwärtsbewegung stirbt, von fallenden Kursen profitieren. Da nehmen wir die Tiefstände. Und ich sehe hier, oh, ich hatte hier den ersten Hanging Man gehabt. Neben dem Tiefstand, sollte dieser Tiefstand unterschritten werden, sollte es weiter nach unten gehen. Wir sehen, hat nicht funktioniert. Sehe aber auch, die nächste Kerze stellt ein Hanging Man dar. Also nehme ich das Niveau und passe das sogar schon mal an. Und jetzt sehe ich, die nächste Kerze unterschreitet zwar noch nicht dieses Kursniveau, das heißt den Tiefstand dieses Hanging Mans, aber bestätigt diesen schon mal negativ. Und wir sehen, die nächste Kerze bricht durch, die unterschreitet dieses Tiefstandsniveau von diesem Hanging Man. Und dann geht es nach unten. Ja, und das war heute Nachmittag ein toller Einstieg. Also selbst wer ohne Indikatoren, ohne alles arbeitet und hier heute Nachmittag im DAX unterwegs gewesen ist, kann alleine mit diesen beiden Figuren Hammer und Hanging Man, wie gesagt, vom Aufbau genau gleich. Aber der eine ist am Ende einer Abwärtsbewegung, sprich der Hammer, und der andere, der Hanging Man, nach einer Aufwärtsbewegung hier sehr schön handeln. Wir sehen 13.170 Short. Ja, jetzt sind wir immer noch bei 13.060, also über 100 Punkte. Und wir sehen, in der Spitze sind wir sogar 120 Punkte nach unten gegangen. Und wir sehen aber auch unser Buy-Signal, eben waren wir noch bei 13.060, dass uns hier unser kleiner Hammer markiert hat. Das ist immer noch intakt und der Markt läuft hier weiter, also mittlerweile schon über 20 Punkte im Gewinn mit dieser Formation. Also auch der hat wirklich seine Bedeutung und seine Aussagekraft. Und da kann man natürlich sehr, sehr schön mithandeln und dementsprechend das Ganze nutzen. Und wie gesagt, einmal vom Aufbau komplett gleich, Hammer und Hanging Man, einmal am Ende eines Abwärtstrends, der uns eine neue Bodenbildung darstellt und uns dementsprechend mit dem Überwinden des Höchststands den Einstieg in einen Long Trade eröffnet. Oder aber am Ende einer Aufwärtsbewegung der Hanging Man. Selber Aufbau, wenn dann dort der Tiefstand dieser Kerze, dieser untere Schatten unterschritten wird, ist das der Entry in einen Short Trade. Und man sieht, mit diesen beiden Kerzen aus der japanischen Candlestick-Terminologie kann man eigentlich schon sehr, sehr gut an den Finanzmärkten arbeiten. Eine zweite Kerze, die ich in Entschuldigung dieser. kurz, Ja? Entschuldigung kurz, dass ich hier unterbreche. Wir haben hier von der GoTo-Webinar-Seite ein kleines technisches Problem. Und daher müssen wir unglücklicherweise frühzeitig dieses Webinar beenden. Oh, das ist nicht. Das tut mir wirklich herzlich leid. Vor allen Dingen haben wir uns alle so drauf gefreut. Ich kann ganz genau sehen, welche Teilnehmer wir hier haben. Ich werde Ihnen morgen früh eine E-Mail zukommen lassen mit einem B-Plan, wie wir dieses Webinar fortsetzen können. Genau, Ist wir haben das ja in auch in der Ordnung, Nähe. Tom? Ja, das ist okay. Das technische Problem, da sind wir natürlich alle nicht gefeit vor. Wir haben ja auch in der nächsten Woche noch ein Modul. Also wir können das in der nächsten Woche auch gerne etwas länger machen, wer die Zeit hat. Oder wir finden eine Das ist Alternative, sinnvoll. weil wir eben halt irgendwie miteinander darstellen. In der nächsten Woche geht es ja auch nochmal um die japanische Candlestick-Analyse. Und damit wir da auch eine schöne Aufzeichnung für alle haben, würde ich sagen, finden wir da einen neuen Termin und machen das nochmal neu. In dem Sinn darf ich mich auch recht herzlich entschuldigen. Ich hoffe, es war soweit, wie es funktioniert hat, schon mal interessant für alle. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei ist. Aber technischen Problemen sind wir natürlich auch nicht gefeit. In dem Sinne wünsche ich trotzdem einen schönen Abend. Und die Elena wird sich mit jedem von Ihnen in Verbindung setzen. Da gibt es eine E-Mail dann, wann hier der entsprechende Folgetermin dementsprechend ist, um hier fortzusetzen. In dem Sinne allen schon mal. Wunderbar, ich bedanke mich ganz herzlich. Schönen Abend an alle, lieben Dank auch an Tom und bis ganz bald. Wiederhören. Okay, tschüss Elena, schönen Abend allen. Ebenso.